Hallo Freunde von Müller Warships und herzlich willkommen zu einem Gefecht in der Alsace. Top Tier Alsace, eingesendet von Breed 85 und die Alsace. Leidensgenosse. Wunderschönes Schiff. Leider unter dem Nerfhammer gekommen. Ich weiß, ich sage das immer wieder, aber muss man es nicht immer wieder anprangern, wenn man es noch weiß, sodass all jene, die erst danach gekommen sind, sich daran erinnern können. Ist es nicht so auch in der Geschichte? Muss man es nicht zumindest einmal erwähnen, dass nicht immer die gleichen Fehler gemacht werden? Ich glaube schon. Und deswegen einmal denselben Kanon noch einmal von vorne, bitteschön. Die Alsace wurde beschnitten, um die Borgon zu bringen. Borgon 10 Stahlschiff. Vom Aussehen her, beide wunderschön. Boah, 3x4, 380 mm. Das ist eigentlich ein brutales Schiff. Ja? Die französischen schnell ladenden Vierertürme hier. Schnell ladend unter Anführungszeichen. Früher mal schnell ladender. Momentan eher schon schnell leidenden. Aber na, was soll man machen? Stock haben sie 32 Sekunden. Geht aber runter dann auf 16. 19, schieß mich dort. Oder 18,6 oder sowas. Müssten es sein. Von daher, man kann mit ihnen arbeiten. Die 26 der Borgon werden natürlich nicht erreicht, also circa immer. Dementsprechend die Borgon natürlich klar das bessere Schiff, aber ist halt auch für Stahl zu haben. Alles entscheidende Frage, Borgon für Stahl, ja oder nein? Bei den französischen Schiffen ist es immer so eine Frage. Französische Schiffe haben vom Wargaming eine gute, eine starke Sekundärartillerie bekommen, die gerne Brände macht. Aufgrund der hohen Reichweite, die sie hat, ich glaube die Repo kommt auf 12,3, wenn es mich nicht täuscht und das nicht verändert worden ist, ein bisschen her, seit ich die Republik genauer in Augenschein genommen habe und öfter mit ihr gefahren bin. Aber erst letztens im Stream. Ja, das Gefecht, 2,5 Millionen potenziellen Schaden getankt und das obwohl, und da wollte ich drauf hinaus, die französischen Schlachtschiffe jetzt nicht unbedingt die tankigsten sind, da gibt es eigentlich andere, die weitaus mehr abprallen lassen können. Wofür die französischen Schlachtschiffe bekannt sind, ist natürlich einerseits die kleine Kaliber, wo man auch ohne Probleme auf HE und auf AP wechseln kann. Ja, ist ja genug hier. Da müsste ich mich zuerst mal eine halbe Stunde einsprechen, um das noch besser zu veräppeln. Und dann hört es sich immer noch beschissen an. Ja, also der schnelle Wechsel von AP auf HE ist bei den französischen Schlachtschiffen unbedingt notwendig. Wo man bei anderem Kaliber mit 406 mm, 410 mm, 457 mm, 460 mm als Top-Granatenkaliber hier momentan noch. 510 kommt ja auch. Meistens mit AP schießt, weil er AP Alpha einfach erstens bombastisch ist, zweitens die Overmatch-Mechanik es erlaubt, viele Schiffe zu overmatchen, bedeutet einen Teil der Panzerung zu ignorieren und man auch frontal in die Zitadelle Schaden machen kann, ist das bei 380 mm ab 25 mm Panzerung nicht mehr der Fall. Und 25 mm haben auch schon leichte Kreuzer, jetzt nicht sehr leichte Kreuzer wie eine Smolensk oder eine Colbert, aber wir sprechen hier von einer Cleveland und so weiter und so fort. Und wir sprechen immer vom Bug und vom Heck, wo man ansonsten overmatchen kann. 4-6 Overmatchen und auch die 27 mm, das ist natürlich praktikabel, da kann man nicht mehr anwinkeln in vielen Schiffen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, wie eine Moskwa mit dem 50er Gürtel, aber das ist wieder eine ganz, ganz andere Geschichte. Sprich, da wo wir nicht mit AP durchkommen und vom Alpha profitieren, müssen wir von HE profitieren. Die Brandwahrscheinlichkeit ist mit 36% natürlich dementsprechend hoch, was mit 5400 an Alpha Damage auch relevant ist, wenn man sich mal Yoshino anschaut mit 310 mm. Da ist nicht viel Unterschied, was den Alpha betrifft. Vor allem, ist auch nicht viel Unterschied, was das Kaliber betrifft. Wo aber großer Unterschied ist, ist auf jeden Fall der Reload. Das sind etwa 33% mehr, wenn man nur Stockwerte rechnet. Das wäre noch ein kleines bisschen mehr, 35, so in diese Richtung. Und das macht alles etwas aus, das fällt alles ins Gewicht. Der Schaden
wird bei Schlachtschiffen normalerweise durch den hohen Alpha gemacht, weil der lange Reload kann es ja nicht sein. Die hohe Überlebensfähigkeit trägt natürlich auch ein weiteres dazu bei. Und ihr seht schon, selbst hier auf diese Distanz in die Superstructure wahrscheinlich Penetration hier in die, also ins Deck, weil die Superstructure mit 19 mm lässt natürlich alles durch. Es werden nur Overpenetrations, das Deck schluckt dann. Sind mit 7900 jetzt nicht schlecht. War das ein richtiger Platz? Ich glaube schon. So, die Hyper zeigt jetzt breit. Man kann jetzt halten von diesem Spielstil, was man will. Man muss die britischen, die französischen Schlachtschiffe nicht so fahren. Ich weiß, das wird von vielen Streamern und auch YouTubern so proklamiert, dass man sich mit dem Arsch zum Feind stellt und dann schießt. Das kann man aber mit jedem Schiff machen, weil das ist einfach dazu gedacht, dass man schnell wegkommt, wenn es denn notwendig sein sollte. Weil rückwärts geht es nun mal, außer bei den Franzosen, weniger schnell als vorwärts. Seht ihr aber, und das sieht man hier ganz klar, dass man erstens, also entweder einen Gleichstand hat, sprich, es sind gleich viele Schiffe hier wie auf der anderen Seite, oder man ist in Überzahl, was man sagen kann, weil die Jean-Bart jetzt quasi schon flieht, dann muss man nicht mit dem Arsch zu fein stehen. Das ist hoffentlich auch einer der Gründe, warum hier Breed 85 dreht und wir haben eine, ja, Jean-Bart ist da drüben, die Le Fantasque, kenne ich die Leute, dass starke Gegner sind, das sind unsere Le Fantasque, nein, ich kenne niemanden, natürlich nicht, weil ich achte darauf eigentlich auch nie, aber man kann ja mal hin und wieder nachschauen. Unsere Rhön und Ostergotland stirbt ziemlich schnell raus. Ja, dementsprechend, es gibt immer mehrere Arten und Weisen, wie man solche Schiffe fährt. Jedes Schiff kann man mit dem Arsch zum Feind fahren, um schneller wegzukommen. Manchmal ist es sogar besser, wenn man mit dem Arsch zum Feind fährt, nicht wegen der Geschwindigkeit, sondern wegen der Panzerung. Und ich spreche hier explizit Schiffe mit besserer Arschpanzerung oder mehr Geschützen am Arsch an. Zum Beispiel die Yamagi hat einfach mehr Geschütze am Arsch. 3x2 hinten, 2x2 vorne, warum sollte ich dann vorne fahren? Fährt man ran und dann dreht man und dann ist gut. Aber man kann die Schiffe auch proaktiv fahren. Wenn ich da mal was aus der Fitnessindustrie benutzen darf. Bedeutet, man bleibt immer in Bewegung. Muss man natürlich mit Sichtlinien arbeiten. Sprich, George und Hipper können jetzt zum Beispiel nicht auf die Alsace schießen, weil die Inseln dazwischen sind. Das gleiche gilt natürlich auch für uns, wir können nicht auf die Schiffe schießen. Aber wenn man sich da ein bisschen reinfuchst und immer die Karte ganz groß hat und immer die Sichtlinien abcheckt, dann kann man durchaus auch schön offensiv und das mit voller Fahrt, halbe Fahrt eindrehen, volle Fahrt, halbe Fahrt eindrehen, ein Viertel Fahrt, kann man sehr, sehr viel Schaden verhindern, der ansonsten, wenn man nur dämlich mit dem Arsch zum Feind rumsteht, steht, weil man einfach getroffen wird. Ein stehendes Ziel ist immer einfacher zu treffen als ein fahrendes. Was man allerdings mit der Arschloch-Taktik machen, mit der Arsch-zum-Feind-Taktik machen kann, ist, man geht ganz kurz über die Null und dann wieder auf die Null, also plus 1, was die Knoten betrifft. Wargaming hat da ein absolut dämliches System, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber sobald ein Schiff rückwärts fährt, und das macht es bei minus 1 Knoten, muss man knapp einen Zentimeter höher ziehen, damit man das Drecksding wieder trifft. Und wenn es den Knoten nach vorne fährt, dann muss man wieder einen Zentimeter weiter nach vorne ziehen, damit man das Scheißding wieder trifft. Überspitzt. Gefühlt. Aber vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Oh, das Schiff bleibt stehen, fährt es rückwärts, dann Zentimeter höher. Es liegt natürlich auch zu einem Teil daran, dass das Schiff beschleunigt und wenn die Granaten dann da sind, dann ist das Schiff natürlich in höherer Bewegung, also größere Beschleunigung. Dementsprechend macht es mehr Fahrt rückwärts. Aber gefühlt ist es einfach eine beschissene Regelung. Beschissen. Naja, ist egal. Es gibt einige Dinge, die hier nicht ganz gut gelöst sind. Aber es gibt kein Spiel, in dem das ganz gut gelöst ist. Bei Warfunder gibt es Dinge, die nicht gut gelöst sind. Auch bei Star Citizen etc. Wenn man lange genug sucht, dann wird man immer etwas finden, was einem nicht gefällt. Schaut euch die Chance an. Die Chance macht das tatsächlich nicht schlecht. Die kann jetzt auf Laien wirken, aber wir können nicht auf sie wirken. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt Zufall ist, dass sie sich gegen die Ashitaka und gegen uns hier hinter der Insel versteckt, während sie auf ein Ziel schießt, das relativ leicht zu farmen ist mit 152 mm und die FAE.
oder ob es Zufall ist. Gewollt oder Zufall? Gewollt oder Zufall? Schwierige Frage. Da müssen wir den Spieler kennen, um das sagen zu können. Aber ist ja nicht wild. Unterm Strich ist es für uns egal, ob es ein starker oder ein schwacher Spieler ist. Was wir merken ist, dass er uns den Schaden verwehrt. Aber ich würde mal tippen, das könnte ein leichter Fehler gewesen sein. 7000, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Aber er will hier weg, obwohl es eigentlich keinen Grund hatte, hier wegzugehen. Naja, bin gespannt. Bin gespannt. Wenn ihr die Chance habt, mit 152 mm und ihr FAE auf Schlachtschiffe zu schießen, schießt auf britische Schlachtschiffe, schießt auf französische Schlachtschiffe. Das sind Schlachtschiffe, die gerne oft und viel Schaden nehmen, weil die Panzerung einfach relativ weich ist. Viel 32 mm. Gut, die Amagi auch. Oh ja, sehr schön. Wie gesagt, waren vielleicht nicht unbedingt der beste Kurs. Da die Colorado dreht jetzt, die möchte wieder rein. Die fehlende Aufmerksamkeit wollte sich zunutze machen. Mit AP sollten wir oder hätten wir guten Schaden machen können. Jetzt müssen wir höher ziehen, damit wir die Aufbauten treffen. Und danach wieder umwechseln auf High. Krassend. Aber seht ihr? Brandgesteckt. Das ist die Sekundärartillerie hier. Die trifft zwar nicht unbedingt was, aber seht die zahlreichen Geschütze, die drauf schießen. Wenn er ein bisschen mehr zeigen würde, was er noch könnte, dann würden noch mehr Geschütze drauf schießen. Und die unglaubliche Reichweite machen sie praktikabel. Soll man jetzt eine Republik oder eine Alsace auf Sekundärartillerie spielen? Ja, eher weniger. Wie gesagt, die Panzerung. Es ist sowieso so, dass man sehr, sehr selten die Möglichkeit hat, die Sekundärartillerie gewinnbringend einzusetzen und dann noch zu überleben. Leider ist es in den meisten Fällen ein All-In, vor allem wenn man es zu früh macht. Ich spreche ja speziell die deutschen und eben auch die französischen Sekundärartillerieschiffe an, weil ihr seht, wir sind jetzt Minute 7. Selbst die Minute 7 ist es schwierig, nah ranzukommen. Wir haben 28 Sekundärartillerietreffer. Ja, das liegt natürlich einerseits dran, durch die Arschtaktik am Anfang, weil man nicht nach vorne gefahren ist. Wäre man da aber nach vorne gefahren, ist das Team noch nicht verteilt. Wenn ihr also, und das ist der beste Tipp, den ihr bekommen könnt, wenn ihr Sekundärartillerieschiffe fahrt, wenn ihr also unbedingt die Sek zum Einsatz bringen wollt, wartet die zweite Hälfte des Gefechts. Das ist das A und O. Oder die eine Seite, wo gedrückt werden kann, weil Schiffsgleichstand oder aber Überlegenheit herrscht. Problem dabei ist, wenn Schiffsgleichstand herrscht, und das sollte man jetzt auf High umschalten, die zoomen uns vielleicht noch einmal und danach High, weil die Z46 hier reinkommt. Wenn Schiffsgleichstand herrscht, dann haben wir immer das Problem, dass wir ein feiges Arschloch mit haben, das hinten stehen bleibt, alle uns fokussieren, weil wir das einfachste treffende Ziel im Schlachtschiff sind, und wir dann trotzdem drauf gehen. Zusätzlich schießen die uns unsere ganzen Sekundärartilleriegeschütze raus. Der hat umgeladen, Reed denkt mit, er kann. Ich würde hier entgegenfahren, weil die Z46 möchte rein. Und sie möchte blockieren. Sie kann aber nur blockieren, wenn wir auch reinfahren. Also, wenn sie reinfährt. Und wir würden dann quasi den Weg verringern. Ja, die hat natürlich hydroakustische Suche. Das passt, aber das ist doch immer die Gefahr, oder? Ah, ist drin? Nein, ist nicht drin. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Wo fährt denn die hin? Und wenn wir gleich viele Schiffe hatte ich. Und wenn wir mehr Schiffe haben, dann fährt der Gegner davon. Das ist das nächste Problem. Davonfahrende Schiffe mit der Sekundärartillerie zu bespaßen, das ist relativ schwierig. Erstens der Winkel, zweitens die eigene Geschwindigkeit. Bei den Franzosen mag das noch gehen mit Speed Boost, bei den Deutschen ist das dann schon sehr kritisch bei den großen Schiffen. Ich hätte mich generell gefreut, wenn man bei den deutschen Schiffen eine 2-1er-Anordnung, also APC-Turm, genommen hätte für die großen Schiffe. Ja, ich weiß, die H-Klassen waren geplant, aber halt nicht so, wie Wargaming die gebracht hat. Aber das Ding ist einfach zu groß. Ja, Stadt ist das. Nein, nichts für ungut. 133.000, das ist natürlich beachtlich.
DD-Jäger sind Schlachtschiffe keine, aber man kann es trotzdem machen. Wie gesagt, das Flugzeug da sieht man schon. Das Flugzeug deckt hin und wieder auf. Oder sie schießen, weil sie Angst haben, dass sie keinen Schaden mehr machen. Mit Torpedos, wenn man immer fleißig die Richtung ändert, in der man fährt. Einfach hart links, hart rechts, ein bisschen abbremsen. Wenn der DD-Fahrer nicht geübt ist, dann ja, wird das auch nicht unbedingt faktisch sein. Was? LLG-Shit im Mayhem? Was hat die? Hat gar nicht mitgekriegt. Ah. Oh, das ist ein großer Fehler. Wichtig ist jetzt zum Beispiel hier, könnt ihr ranzoomen und könnt schauen, was die Mayhem macht. Man sieht nämlich die Smoke-Buffs, das ist von Wargaming, glaube ich, so gewollt, die Umrandungen der, ganz genau hier, die Umrandungen des Smokes. Da sieht man, in welche Richtung sie davon gefahren ist und sie fährt links raus hinten. Das heißt, wenn ihr jetzt aufgeht, dann wisst ihr, okay, die ist hinten aus dem Smoke gefahren und wisst, wo ihr die Torpedos kamen. Und da ist sie. Entsprechend schön eindrehen, dann B reinfahren oder C reinfahren und dann ist gut. Wenn ihr nicht aufgeht, obwohl ihr in diese Richtung fahrt, dann wisst ihr, die ist noch im Smoke. Und dann ja, kann man probieren, Spaß zu haben. Niemals vergessen, die deutschen Zerstörer haben sehr, sehr schnell nachgeladen. Dementsprechend euch nicht beten lassen, also euch nicht hinlocken lassen, weil 50 Sekunden braucht ihr allemal, bis ihr da seid. Und in einer Minute sind die Turps wieder ready. Und mit hydroakustischer Suche kann die Z46, je nachdem wie ihr anfahrt, euch nicht mehr verfehlen. Oder wenn sie in die Vollen geht und auf euch zufährt, dann auf 2 Kilometer aufgeht, dann war es das meistens für euch. 46.000 ist natürlich ein schöner Pool. Und wenn wir uns nicht bewegen, dann kommen wir hier schön. Ja, wunderbar. Eindrehen verringert immer die Geschwindigkeit. Das dürft ihr auch nie vergessen. Ich glaube, das Gefecht könnte tatsächlich noch gewonnen werden. Es darf nur kein Schiff raus und wir müssen Beo bauen. Die Lion mit ihrem Superheal. Natürlich eines der letzten Schiffe. Man sieht, die ist auch stark getroffen worden. Ihr seht das Glühen hier noch. AP ist auf diese Entfernung natürlich immer noch effizient, vor allem bei den weichen Schiffen. Und da kommt die Alaska. Das ist jetzt super praktisch für uns. So, aber man müsste jetzt hier auffahren. Komm, wir müssen die Salve noch rauskriegen, dann war es das für die Alaska. Die werden nämlich super langsam. Perfekt. Das soll es gewesen sein. Ach komm. Weil wir brauchen ein bisschen mehr Punkte. Der Feind kann ruhig ein bisschen weniger Punkte haben. So haben wir ein Polster, wenn ein Schiff von uns noch rausgeht. Geht nur darum quasi. Das sollte ja noch die Baltimore oder die Ashitaka, was ein Siemer ist. Zu aggressiv fahren, ja, man sieht es ja. Frage ist, schießen oder nicht schießen? Einnehmen oder nicht einnehmen? Und wenn, dann sowieso auf die Alaska schießen. Wenn es geht. Und? Ah, 3 Overpenetration. Ah, ja. 11.000, ja gut, jetzt. Oh, die Baltimore, scheiße. Gut, dass wir überall drin stehen, aber die Baltimore soll nicht rausgehen. Da kommt schon eine Salve. Und wir dürfen auf keinen Fall das Cap verlassen. Und die Lion darf auf keinen Fall den Superheal haben. Oh, ist jetzt schwierig. Die Alaska rauszunehmen ist natürlich oberste Pflicht, bevor sie heilt. Beide Schiffe sind nahe. Oh, da kommt auch die Z. Das ist belastend. Das ist belastend. Jetzt bekommen sie das Cap oben. Jetzt kommt, sofort. So, Nummer 1. Lion ist raus, Nummer 2, Alaska ist raus. Unbedingt hier einnehmen jetzt. Ja, wunderbar. Unbedingt einnehmen. Wir haben noch eine Minute. Wir brauchen B. Dann halten wir das locker. Oder wir brauchen B theoretisch gar nicht. Nur nicht sterben. Nur nicht sterben. Dann war es das. Man kann hier ruhig in der Insel stehen bleiben. Die 10 Kilometer Torpedos der Z46 reichen nicht bis hierher. Ah, man sieht es auch. Die Alaska. Reed stoppt, Reed heilt, Reed sitzt in der Insel und erobert das Cap. Die Z46 wird natürlich sofort zu C fahren, das ist klar. Baltimore ist zwischen Tod und Leben gefangen. Ich hoffe, sie hat noch einen Heal, aber Minute 4, also 40 Sekunden, wird das kaum mehr der Fall sein. Und selbst wenn hier die Z noch C schafft, wir sind punktemäßig vorne, 30 Sekunden ist kein Problem. Es geht quasi nur noch um ihre Punkte, sie schafft es auch nicht mehr zu cappen.
Ja, wenn ich sie wäre, würde ich jetzt eher noch ein bisschen Schaden machen in den letzten 20 Sekunden, ob ich rausgehe oder nicht, wäre scheißegal. Vielleicht schießt sie sogar. Ah, wahrscheinlich. Ist direkt C drin. Naja, manchmal kann man einen Kurs, den man schon gesetzt hat, nicht mehr rückgängig machen. Vielleicht will sie noch hier die Baltimore erledigen. Aber selbst das sollte nichts mehr bringen, ne? 2, 1, tram. Ein spannendes Gefecht bis zum Schluss. Da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, dass man hier YOLO reingeht. Hätte ja Sass oder ein anderes Schiff nicht überlebt, hätte das andere Team gewonnen. Deswegen immer mit Bedacht spielen, immer versuchen, so viel rauszuholen, wie geht. Wenn der Tod den Sieg dann bringt, dann ist es kein Problem. Aber das ist in den frühen Stadien des Gefechts kaum absehbar. Außerdem bleiben die Gefechte dann auch spannend, ein Hin und Her. Hier seht ihr, die Skillung ist... Oh na, 16er Kapitän. Ich muss sagen, ich skill bei denen gerne Brandschutz. Also Überleben und Brandschutz. Und ja, die Reichweite der Sekundärartillerie leidet dann darunter, weil entweder kommt man dann zu Concealment oder man kommt zu AFT. Das ist natürlich schwierig. Aber da hat jeder seine spezielle Vorliebe. Und hier schalte ich auch einmal wieder hoch. Ist nämlich eine 29:9 Auflösung. Hier seht ihr einmal Reload, Tarnung. Dann den Brandschutz erhalt. Dann nicht so lange brennt, Zielgenauigkeit, Überleben der Sekundärartillerie, was auch ziemlich praktisch ist, wenn man denn auf 6 spielt. Und hier sehen wir auch schon die 151.000, ein Sieg. 2 erobert, 4 zerstört, wäre fast ein Kraken gewesen. 2107 Punkte kommen natürlich, wie schon immer wieder erwähnt, auf die Schiffe an, gegen die man kämpft. Und ihr seht ja die Colorado auf Stufe 7, Rhodimus Prime, aha. Der hat nicht so viel Cash gebracht und nicht so viel XP, weil er halt einen Multiplikator, also einen negativen, zum Beispiel 0,8, aufgrund seiner Stufe für Breed hat. Die Shores ebenso, die Sumo hat normal, Alaska auch, Schombard auch und die Hyper ebenfalls negativ. Und wir kommen hier schlussendlich auf 421.000 Credits. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen, vielen lieben Dank fürs Einsehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.